Jo, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Und zwar hatten wir damals Doom the Way It Did gespielt. Und jetzt spielen wir im Rahmen meiner, ich spiele einfach mal alles gleichzeitig, Doom 2 the Way It Did. By the way, kann man die Musik aus? So, und dann legen wir einfach mal direkt los, würde ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob das schon jemals angespielt hatte, glaube ich schon. Weiterhin. New Game. Wir spielen natürlich wieder auf Ultra Violence. Ah, doch, okay, also die ersten Maps kriegt auf jeden Fall bereits. Ah, ja. Wieder meine Maus hier einstellen. Oh Gott, wie war das? Maus und dann Sensitivity. Genau. Die ist auf 2,5 und wir brauchen auf 5 bitte. Dankeschön. So, dann geben wir uns jetzt einmal nochmal wieder hier dieses Backpack. Backpack. Perfekt. Und dann können wir auch schon loslegen. So. Doom 2, The Way It Did. Oh, jetzt habe ich es natürlich komplett verkackt. Mit Doom for Doom natürlich. Ich meine, ist logisch, weil diese Umgebung ist ja für Doom for Doom. Das heißt, hier werden Speicherstände aufgeführt, die für Doom for Doom sind. Aber ich will es trotzdem immer sicher noch dran haben, einfach weil es eine Gewohnheit ist. So. Okay. Dann locken wir einfach mal alle Monster an. Aha. Das ging ja schneller als gedacht. Und dann kommen auch schon welche. Ja. Macht euch gegenseitig fertig. Ach, spart mir eine Menge Arbeit. So, hier oben. Wow. Wow. Leute, schickt das alles am Start. Wow. Hier ist ein Schalter. Oh. Also am besten nicht random alle Schalter drücken hier. Oh, Alter. Ja, man merkt, muss mich eigentlich hier an der Maus echt noch gewöhnen erstmal. Ist gerade ihr Verhalten, wenn du langsam hier was versuchst anzusiedeln, ist halt komplett anders. Aber ich glaube, das kriege ich hin. Kurze Papi. So, das Lichtzentrum. Apropos, wie ist auf die Secrets? Oh, 3 Stück. Hey, hey. Ah, stimmt, das Thema. Unter Doom for Doom werden jetzt ja angezeigt, die Secrets. Sehr schön. Was jetzt genau? Jetzt mal wieder hier runter, wo wir lang müssen. Hier müssen wir lang. Und das Crown Secret. Das Exit. Meine ich doch. So. Ach, genau, hier gibt es hier auch die Kellertreppe. Ach, schau mal, na guck. Von hier kamen wir doch. So, da ist noch was. Das ist eine Tür. Ha, irgendwas ist da. So. Aha. Ah, okay. Ein bisschen Leben, ein bisschen Rüstung, ein bisschen Munition. So.
Dann ist da auch noch irgendein Secret. Frage ist, wie komme ich da rein? Aha, dann war das, was ich gehört habe. Okay. Nani? Gut, machen wir andersrum. So. Aha. Easy peasy. Oh. Das ist aber schön. Gut, jetzt brauchen wir nur noch ein Secret. Und finden tun wir das hier nicht auf der Map. Das heißt, es muss irgendwo sein, wo wir noch gar nicht waren. Damit würde sich vor allen Dingen der Bereich hier unten anbieten. Das Secret. Das Exit. Tja, ansonsten wüsste ich gar nicht mehr. Das würde sich noch anbieten. Mann, nur ich hatte Kopf, dass wir alle Tipps finden. Alle Gegner haben wir auch noch nicht. Also egal was es ist, ob es ein Secret ist oder eine Falle ist, irgendwas müssen wir noch finden. Haben wir schon mal einen Gegner? The question is, wo ist der andere? Also das ist das Ding hier. Ah! Jawoll! Das ist doch gut. Okay. Die Frage ist, reicht das schon aus, um direkt unsere Pistole hier zu upgraden? Pistole, Prototype Trigger, ja! Slower than Rapid Tape, Enable, genau, Autofire. Perfekt! Damit habe ich endlich mal auf hier vor Autoschuss. Und ich muss die Maus nicht wieder vergewaltigen. Sehr schön, oha, und beim nächsten Level stehen uns gleich ein paar Gegner bevor. Na super. Aber das soll mich nicht weiter kümmern. Das machen wir in der nächsten Folge. In dem Sinne, schau mit V.